Ich persönlich behaupte, der Battlepass aus Akt 3 ist der beste, den es bisher im Spiel gab. Das hat seine Gründe und die schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Ja, moin und gut am Start mit einer weiteren Folge zu Valorant. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum neuesten Video hier bei mir auf meinem Kanal. Viele haben schon drauf gewartet, der Battle Pass ist jetzt endlich am Start. Wir haben schon einige Sneak Peeks gesehen, einige wissen schon, welche Skins es geben wird. Wir haben uns auch schon einige davon angeguckt, aber den ganzen Battle Pass sich jetzt mal genau in Ruhe anzuschauen, das werden wir jetzt machen. Wir starten als allererstes mit der Marshall und dem Rune bzw. Blutlinienpaket, das ich ja schon in einem vergangenen Video angesprochen habe. Das hier ist auf jeden Fall sehr, sehr edel, sieht sehr stylisch aus und mir gefällt dieses Skin-Paket sehr, sehr gut. Und ich glaube, viele da draußen dürften hier auch auf jeden Fall zuschlagen wollen. Vor allem bei der Marshall auf Stufe 1 finde ich das an dieser Stelle sehr, sehr geil. Auf Stufe 2 haben wir denn den Talisman zu Bind. Wir hatten, glaube ich, Split ja schon in der Vergangenheit und ich glaube Haven, wenn mich nicht alles täuscht. Gerade der Need-Punkte gibt es so oder so auch wieder von der Anzahl her identisch zum vorherigen und natürlich auch zum ersten Battle Pass, den wir bisher hatten. Dann gibt es noch ein Banner zur Blutlinie, finde ich ganz geil. Das sieht aus, als würde hier ja eine Kathedrale oder sowas gestürmt werden mit dem Soldaten hier vorne und mit den rot leuchtenden Augen, finde ich ganz stylisch. Und ich, wie gesagt, ich finde so eine Porträts immer ganz cool, habe aber hier nie so den Fokus großartig draufgelegt in der Vergangenheit. Lustigerweise, ich habe sehr, sehr positives Feedback zum Klarheitspaket bekommen. Also hier sehen wir jetzt die Ghost, wir haben ja auch noch die Phantom, als auch noch andere Waffen. Die sehen meiner Meinung nach im Spiel nochmal weitaus besser aus, als wenn man sie sich in der eigenen Sammlung anschaut. Der Ghost Skin hier auf Stufe 5, glaube ich, dürfte dem einen oder anderen auch ganz gut gefallen. Den Skin müsst ihr euch auf jeden Fall mal in-game anschauen, weil der sieht wirklich einfach schön aus, muss ich sagen. Dann gibt es die erste Gratis-Belohnung, das Banner Bucky, als auch Hummeln im Hintern als ganz normalen Titel. Finde ich ganz okay, aber man muss hier natürlich auch realistisch bleiben. Die kostenlosen Sachen, die man im Battle Pass von Valorant bekommt, sind immer eher so, nee, okay, außer eben auf Stufe 50, wo es meistens, vielleicht gibt es ja hier eine Ausnahme, meistens ganz geil sind. Auf Stufe 6 haben wir den Thumbs Up, beziehungsweise das Thumbs Up Graffiti. Dann haben wir den Talisman Kürbiskopf, passend zu Halloween, beziehungsweise zur Halloween-Zeit. Finde ich ganz geil. Wieder Radianid-Punkte auf Stufe 8. Auf Stufe 9 haben wir dann Valor And. Finde ich ein schönes Wortspiel. Die Arbeiter-Ameise mit dem Valorant-Banner in der Hand. Sieht ganz cool aus. Ihr seid quasi im Endeffekt ein Soldat von vielen. So würde ich das jetzt hier an dieser Stelle interpretieren. Dann haben wir die Bucky-Überspannung. Hier können wir nicht die unterschiedlichen Farbvariationen sehen, die es aber auf jeden Fall im Shop auch gibt, beziehungsweise in der Sammlung gibt. Das heißt, ihr holt euch dann Stufe 10, beziehungsweise schaltet Stufe 10 frei und dann zum ersten Mal in der Geschichte von Valorant, muss man hier auch nochmal erwähnen, könnt ihr diese Waffe farblich insgesamt dreimal noch zusätzlich anpassen. Dann gibt es Talisman, die Episode 3 Münze, beziehungsweise Season 1 Act 3 Münze. Ich glaube, die wird es jedes Mal immer auf demselben Level geben. Hatten wir jetzt auch schon in der Vergangenheit ganz, ganz oft. Auf Stufe 11 gibt es dann wieder ein relativ unspektakuläres Banner, Ghost-Schema. Wie gesagt, das wird irgendwann, wenn wir das wahrscheinlich zu jeder Waffe haben, was dann als Ersatz kommt, da bin ich jetzt schon gespannt. Graffiti Kraken Raver, sehr geil mit der Brille. Auch das erinnert mich sehr an das aktuelle Paket tatsächlich hier, an Dunkler Horizont. Ich habe mich im Preis übrigens getäuscht. 87 Euro statt 150, weil ich dachte, dass das hier ein legendäres Paket sein könnte. Ist es aber gar nicht. Das heißt, wir haben hier zusätzliche Sachen drin, die mir sehr gut gefallen. Das wird sich auf jeden Fall geshoppt. Ich finde auch die unterschiedlichen Farbvarianten sehr, sehr geil. Bin ich ganz ehrlich, Standard gefällt mir ausgesprochen gut, aber auch die letzte und auch die Form hier ist absolut Zucker, aber darum soll es jetzt hier an dieser Stelle nicht gehen. Auf Stufe 13 gibt es wieder Radianid-Punkte, auf Stufe 14 haben wir dann Eichhörnchen-Taktiken mit der Granate in der Hand und mit dem Helm auf dem Kopf, sieht es sehr, sehr putzig aus. Die Judge auch wieder hier im Klarheitsstil, Oldschool. Ich habe letztens darüber nachgedacht, mich erinnert dieser Skin irgendwie an No One Lives Forever, falls der ein oder andere das Spiel noch von damals kennt. Ja, das sind Erinnerungen, meine Freunde. Dann gibt es Chili-Schote und nochmal Radianid-Punkte. Dann haben wir hier die Überspannungs-Classic, die auch farblich wieder angepasst werden kann. Ich kann euch das ganz kurz zeigen. Hier haben wir die vier unterschiedlichen Farbvariationen, hatte ich euch ja in der Vergangenheit schon gezeigt. Dann haben wir auf Stufe 17 Versus Banner, Raze und Killjoy.
glaube, wir hatten da schon in der Vergangenheit Jet als auch Phoenix aus dem Cinematic Trailer. Die ganz geil aus, wie sie an ihren Tools arbeiten. Schöne Gegenüberstellung. Dann haben wir Graffiti-Blutlinie. Radiant-Punkte wieder. Und dann gibt es die Shorty, die ich ausgesprochen schön finde. Die Waffe werde ich mir auf jeden Fall auch gönnen. Beziehungsweise den Skin hier. Der hat schon was, definitiv. Auch wenn ich sagen muss, dass mir meine Shorty von Killjoy sehr gut gefällt. Dann Abstand halten, Hände waschen. Absolut passend zu Covid-19-Zeit. Sehr, sehr passend, wenn man da irgendwann in ein paar Jahren zurück oder ein paar Monaten zurückblicken wird, hoffentlich. Dann wird man sich daran auf jeden Fall erinnern können. Premium Stufe 21 haben wir dann Zeit für ein Küsschen. Auch sehr sweet. Radiant-Punkte Kartoffelziel. Das ist mal super lustig und super süß auch wieder an dieser Stelle. So ein Anhänger könnte man sich, glaube ich, auch eigentlich an jede Waffe ranmachen. Ich habe gerade überlegt, wo so ein Talisman am besten passen würde. Aber das passt schon so. 8-Bit Valorant als Graffiti finde ich ganz geil. Dann gibt es die Phantom in Klarheit. Wie gesagt, könnte vielleicht für den einen oder anderen ganz geil sein. Ich mag die Skins, um ehrlich zu sein, relativ gerne, die wir dieses Mal im Battle Pass haben. Vor allem die Blutlinie, weil ich glaube, diesmal ist das halt echt eine Premium-Line. Wobei Schwarm denken die meisten Leute, glaube ich, auch echt umgehauen hat im vorherigen Battle Pass. Aber ich finde diesen hier nochmal ein bisschen besser. Aber der eigentliche Grund, der kommt noch. Tiefenentspannt mit der guten Sky. Ich finde schön, dass ihr hier direkt einen Banner bekommt. Gerade die Punkte wieder auf Stufe 25 dementsprechend ebenso. Stufe 26, Operator freie Zone. Das ist ein schönes Graffiti, was man während einer Runde posten kann, beziehungsweise sprayen kann. Stufe 27, 28 Sternen Drit. Gibt es nochmal einen Graffiti, passend zur Winterzeit. Dann haben wir die Banner Sky ID. Könnte man nehmen, wenn man ein großer Fan von Sky ist. Ob man es wird, das werden wir in den nächsten Tagen und Wochen erfahren. Ich bin schon gespannt, was ihr sagt, wenn ihr diesen Charakter spielen durftet. Die Blutlinie Guardian, die ja jetzt ein bisschen öfter wieder gespielt wird, also die Guardian an sich, schöner Skin, edel, könnte sich der ein oder andere wahrscheinlich über Schlafzimmerbettchen hängen, weil die Waffe einfach schön edel aussieht. Unsterbliche Rose, das ist ein sehr, sehr schöner Talisman. Könnte so eine Art Energiekugel sein mit einer Rose drin, ne? Sehr, sehr schick. Dann gibt es uralte Geheimnisse. Das ist ein sehr interessantes Banner und ich weiß noch nicht so richtig, was ich damit an... Ist das die neue Map? Das könnte aus der neuen Map stammen, weil hier hinten Schnee liegt, hier so ein Schneeschieber langfährt. Uralte Geheimnisse. Ich bin gespannt, was sie mit der Lore machen. Vielleicht ist das ein erster Hinweis darauf, dass wir irgendwas an Trailern oder sowas zur neuen Karte sehen könnten. Das wäre sehr interessant. Gerade die Punkte auf Stufe 32, dann eiskalte Versuchung. Da sehe ich mich jeden Sonntag, wenn es im Sommer zum Eisessen ging, ich mir dachte, nee, heute gibt es nicht 3 Kugeln Eis, meine Freunde. ich bin hier fertig. Oh, Mic Drop, are you for real? Schönes Graffiti. Schönes Graffiti. Nach einem schönen Klatsch, nach einem schönen Ace kann man sowas gerne mal droppen. Überspannung, Stinger, auch wieder mit 4 Farbvariationen. Dann gibt es den Namen Köder, alle Nie-Punkte. Dann GG Well Played. Hatten wir das nicht schon? Ich bin mir da gerade unsicher. Müllkrabbler, sehr, sehr putzig. Mit dem Talisman ist auch ein Running Gag mittlerweile. Geheimes Erbe könnte auch wieder ein Hinweis sein. Im Nachhinein macht ja immer alles Sinn, weil beim vorherigen Battle Pass war das ja eine Anspielung, ein Banner, was wir hatten auf Sky. Vielleicht ist das auch wieder eine Anspielung auf etwas Neues. Das weiß ich leider an dieser Stelle noch nicht, aber ich denke, wir werden es alle gemeinsam herausfinden. Radini-Punkte, dann gibt es die Spektre, Klarheit wieder, die Klarheit. Skin-Variation hier. Krakenangriff, das finde ich fantastisch. Das ist absolut oldschool. Schönes Graffiti. Kann man gerne am Anfang einer Runde oder auch generell einfach posten. Ich finde, einige Sprays machen besonders am Anfang oder eben am Ende einer Runde Sinn. Vor allem, wenn man den Klatsch hingelegt hat. Sehr, sehr cool. Das könnte hier so quasi auch der Überboss sein. Stufe 41 wieder ran in die Punkte. Davon gibt es wieder ausreichend. Versus Banner, Vandal und Phantom. Finde ich sehr geil. Graffiti-Kinderspiel. Leider nicht animiert. Ist das ein Stück Kuchen? Ja. Das ist ein Stück Kuchen, ne? Also Riesentorte mit Kirschen drauf. Ah. Blutlinienwächter. Das ist halt geil. Das ist halt so, zieht sich wie so ein roter Faden durch das komplette Skin-Paket. Sehr, sehr geil. Und dann gibt es die Vandal auf Stufe 45. Ich glaube, das hier sollte für viele Leute ein Ziel sein, Stufe 45 zu erreichen. Ich habe es wieder nur bis 48 geschafft, weil ich nicht genug Zeit hatte. Habe mir die letzten Stufen gekauft. Aber das ist so wie so ein roter Faden bei mir aktuell. Aber sehr, sehr schick. Eiskalter Olaf, wundervolle Anspielung auf die Eiskönigin. Sehr, sehr schöner Talisman.
Dann gibt es Graffiti, was sollen wir tun? Dass das animiert ist, gefällt mir. Hätte noch ein bisschen mehr machen sein können. Disco. Diskothek. Sehr, 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 sehr schick. Ich weiß aber nicht, ob mich dieser Talisman tatsächlich ablenken würde. Dann Banner, seid ihr deiner Sterblichkeit bewusst? Memento Mori. Oh, das ist geil. Das ist richtig schick. Das ist richtig schick. Ralini-Punkte und dann kommt das absolute Highlight des Pakets, Leute. Das hier ist das Messer der Blutlinien, also das Blutlinienpaket. Und das ist, wenn nicht eins, wirklich der schönsten Messer, die wir aktuell im Spiel haben. Das erinnert sehr stark an Counter-Strike. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum dieses Messer hier großen Spaß haben wird. Weil ich glaube, dieses Blutlinienpaket hat es wirklich in sich und ist das absolute Highlight, was ich jetzt nicht von der kostenlosen Sheriff sagen kann. Das ist vielleicht eine etwas schwächere Stufe 50 Version, ich bin mir nicht sicher. Die in unterschiedlichen Farben sieht ganz cool aus, aber da habe ich schon Geileres gesehen. Das kann ich aber auf die Blutlinie tatsächlich nicht sagen. Mir gefällt Blutlinie, also Bloodline, nochmal weitaus besser als Schwarmdenken, auch wenn Schwarmdenken schon cool war im letzten Akt. Banner Radiant Gefahr. Ich bin gespannt, was sie wieder mit den kleinen Schnipseln machen werden und was wir dann auf Reddit wieder in einem der Videos dann besprechen werden, was so gepostet wird, was wohl Hinweise sein könnte auf unterschiedliche neue Agenten. Könnt ihr vielleicht auch in eine Richtung gehen, dass es hier nochmal eine kleine Message sein könnte. Das war es erstmal zum Battle Pass. Ich glaube, aus 10 Euro kann man hier ein Blutlinienpaket bekommen, das es auf jeden Fall in sich hat. Das hier ist für mich eher so ein 8,75 € Paket, aber das hier hat es auf jeden Fall in sich. Mir gefällt die Vandal ausgesprochen gut. Ich glaube, das ist der Skin, den die meisten Leute haben wollen und Stufe 50 ist für die meisten wahrscheinlich auch das absolute Ziel. Das ist meine persönliche Meinung. Die anderen Sachen sind nice to have, aber bei den Skins muss man auf jeden Fall sagen, dass die sich wahrscheinlich lohnen, auch bei dem Paket hier. Ich persönlich bin gar kein Fan davon, aber viele haben mir in den Streams absolut positives Feedback gegeben. Aber ihr seid jetzt dran, hier auf YouTube. Geht gerne jetzt unten in die Kommentare und lasst mich wissen, was ihr davon cool findet und ob ihr denkt, dass sich der Battle Pass für euch da draußen lohnt. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Haut mir gerne auch einen dicken fetten Daumen nach oben. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video von mir zu Valorant verpasst. Vielen, vielen lieben Dank. Stay tuned. Das war Smoogle und wir sehen uns in der nächsten Episode.